Fast eine ganze Schule ist im Theaterfieber. Die Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde freut sich auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Und weil diese noch nicht da sind, wird in der Turnhalle auf einer improvisierten Bühne geprobt. Alles dreht sich um die 750-Jahr-Feier von Fürstenwalde, eine Idee von Peter Apitz vom Kulturverein. In diesem Jubiläumsjahr, 750 Jahre Fürstenwalde, haben wir uns gedacht, wie können wir da was machen, was hier auch im Kiez ankommt, wo auch die Intensität des Befassens mit dem Thema für alle Neufürstenwalderinnen und Fürstenwalder, was wirklich was bringt. Und das möglichst dann auch im künstlerischen Bereich. Gemeinsam mit dem Museum und dem Heimatverein wurde ein Stück auf die Bühne gebracht, eine Zeitreise durch die Fürstenwalder Geschichte. Der Landrat kümmerte sich um die Kostüme, die aus Adlershof stammen. Theater leistet viel für die Kreativität, für das Auftreten, für die Rhetorik, für das Miteinander und natürlich auch für die historische Bildung. Denn so sehr, wie wir uns jetzt mit der Geschichte Fürstenwaldes beschäftigt haben, tut man das sonst eigentlich nicht. Die Premiere findet am Mittwoch um 18 Uhr statt. Wer die verpasst, hat im September dann noch einmal die Gelegenheit, sich das Stück im Fürstenwalder Dom anzusehen.